Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Derzeit sind wir im Schlepptau von Johnny und erledigen quasi die Classic Main Questline, die jetzt degradiert wurde zu einer Sidequest mit Johnny. Und hier erleben wir noch einige Dinge mit dem Schneider, dem wir jetzt helfen wollen. Unter anderem werden wir ins Kampfstudio gehen und Liegestütze machen. Oder Kniebeugen, Kniebeugen waren das, Kniebeugen. Wenn ich mit Tifa hier wäre, wäre das was anderes. Ja, quatsch dir ruhig mal. Ich mach den Job. Hier, dieser Automat ist es. Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Automat. Aber weit gefehlt. Ich verrate dir auch warum. Pass gut auf. Bei dieser Art von Automaten gibt es geheime Tasten. Wo denn? Das ist ja gerade das Geheimnis. Man bietet sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung auf, um dann piff, paff, piff, paff, die Sache auseinander zu analysieren, Mann. Nach versteckten Tasten suchen. Je besser die Analysematerie entwickelt ist, desto besser die Ausbeute. Okay. Ich muss hier nichts auseinander analysieren. Das Ding nehme ich leicht auseinander. Oh, na dann zeig mal. Das da? Das soll der Stoff sein? Na los, nochmal! Da sind noch mehr geheime Tasten. Okay. Boah, der Stoff ist also... Verstehe. Jetzt kommt die letzte Taste. Woher willst du das wissen? Oh der Stoff. Mein Gott! Pack es weg! Schnell! Wenn uns hier jemand damit sieht! Volltreffer! Du hast den Hauptpreis gewonnen! Was? Das ist ja... Wir haben ja jetzt den Stoff! Schnell zurück zum Materialladen! Okay. Sag mal, standen die Leute... Aber... So fühlt man sich. Aber... Hä? Achso, wir haben Stufe 2. Okay. Ich verstehe. Die Mogri-Medaille haben wir bekommen, weil wir auf Stufe 2. Wow. Der Wahnsinn. Also. Hauptpreis. Geil. Was ist ein Scheiß. Cloud, beeil dich, Mann! Ich ignoriere dich, Mann. So sieht's aus. Oh, da seid ihr ja! Los geht's! Cloud, hol's raus! Lass mal sehen. Wow, der Stoff. Wahnsinn, mein Junge. Dass ich das noch erleben darf. Ach was, das war doch gar nichts. Oh doch, meine Hochachtung, Junge. Du scheinst es ja faustdick hinter den Ohren zu haben. Naja. Ein wahrer Champion. Weltklasse. Was die versprochene Belohnung angeht... Es tut mir leid, aber die Sache, wegen der ihr gekommen seid, ist nicht mehr hier. Was? Ich sagte doch, tut mir leid. Lass mich überlegen. Der Alte von der Imbissbude müsste die jetzt haben. Aber was will man machen? Beeilen wir uns, Cloud. Was für eine Scheiße. So viel dazu. Und jetzt zurück an die Arbeit. Du solltest die nicht mal bezahlen. Die Materie poliert sich nicht von allein. Hey, wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir. Auf geht's. Also ich hab dir was gegeben, ich hab nichts dafür bekommen. Immer eine Ehre, mit dir Geschäfte zu machen. Ansonsten habe ich ja alles, ne? Ja. Na gut. Dann auf zur Imbusbude. Und wo befindet sich der? Okay, geradeaus. Das kann ich mir gerade so merken. Du bist keine Imbissbude. Du bist die Imbissbude. Aha. Na komm, sprechen wir mal mit dir. Okay, oder auch nicht. Könnt's auch lassen.
Materiais! Probieren Sie es hier und jetzt! Willkommen! Nehmt Platz, wo frei ist. Sag mal, du hast doch da etwas vom Typ aus dem Materialaden bekommen, oder? Vom Materialaden? Ach, das meinst du? Ihr steht wohl auf solche Sachen, was? Aber sagt mal lieber, habt ihr Ahnung vom Kochen? Nö, kein Plan. In letzter Zeit schmeckt das Essen irgendwie fade. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte am Feuer im Ofen, am Strom oder der Kühltemperatur liegen. Eines davon müsste es sein. Dem Besitzer einen Rat geben. Vielleicht kann die Magie einer Materie helfen. Okay. Mal überlegen. Was könnte es sein? Zutaten kühlen. Also so, wie die Leute sich alle übergeben haben, denke ich mal, Zutaten kühlen. Das liegt sicher an der Frische der Zutaten. Die werden einfach nicht ausreichend gekühlt. Bist wohl eher keine Frostbeule, was? Nun, wenn das so ist, dann schauen wir doch mal, ob wir die richtige Temperatur eingestellt bekommen. Scheint eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Bitte, wohlbekomm's. Jetzt wird reingehauen! Gar nicht gut. Ach, schade. Er hat es so genüsslich verschlungen, da wollte ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen. Aber du hast mir wirklich weitergeholfen. Hier, als kleine Wiedergutmachung gebe ich dir einen Gutschein für die Apotheke. Kauf ihm Medizin dafür. Allheilmittel. Apotheken kommen. Ach Gott. Ist das Materia? Was ist jetzt mit der Materia? Hey du, gehört er zu dir? Ja, schon. Ach so, du hast einen Gutschein. Ja, dann komm doch erstmal herein. Ich dachte, sie gehen los. Heute wimmelt es ja nur so vor Patienten. Außer ihm gibt es noch mehr? Ja, ständig kommen Bestellungen für Medizin herein. Wollte eigentlich gerade los, um welche auszuliefern. Mir ist so schlecht. Aber den hier behält man besser im Auge. Was meinst du, könntest du nicht die Medizin für mich ausliefern? Ah. So wie du aussiehst, bist du vom Militär oder nicht? Dann hast du doch ganz sicher auch medizinische Grundkenntnisse. Behandeln. Stufe 1. Das trifft sich gut. Mal sehen, womit könnte ich dich denn losschicken? Liefere diese Medizin aus. Sie reicht für eine Person. Halte nach zusammengebrochenen Personenausschau. Sieh dir die Symptome an und verabreiche die entsprechende Medizin. Okay, ich weiß, wo ich jemanden finde. Und zwar hier in der Sackgasse. Ja, ich meine, ich könnte auch auf der Toilette gucken, aber das passt schon. Wenn wir überall Leute kotzen sehen. Was? Mein Magen. Ich glaube, ich muss sterben. Ich kann dir da leider nicht helfen. Ich hab. Wieso? Dann gehen wir halt zur Toilette. Hä? Achso, mein Auftrag führt auch hin. Ah, lol. Sehe ich gerade erst. Hä? Oh Gott, ich dachte, ich hänge jetzt fest. Der Fraß vom Imbissstand. War der etwa vergiftet? Ich habe ein Mittel dabei. Lass mal sehen. Das räumt dir mal den Magen auf. Nimm dies bitte. Als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ups, aber ich glaube jetzt. Schnell, geh besser raus! Na gut,
War ja irgendwie klar. Ich kehr besser um. Der Wallmarkt hat seinen Reiz. Das muss man ihm lassen. Na gut. Ich hab einen zum Kacken gebracht. Perfekt. Tagesziel erreicht. Holt euch euer. Das ist sie, die legendäre Muskelschmiede. Mann, oh Mann. Okay. Bin ich aber gespannt. Ich glaube, da gab es auch einen Kampf. Einen Showkampf. Mit mir. Da. Und dann ist durch dieses abscheuliche, furchterregende Monsterhaus Clouds Schwert einfach so durchgerattert. Ratatatatam! Ein Haus? Der Junge hat gegen ein Haus gekämpft? Oh, da bist du ja wieder. Geht es dir besser? Fast schon so gut. Was ist mit den Leuten draußen? Ich habe getan, was ich konnte. Danke dir. Warst eine große Hilfe. Wie versprochen bekommst du noch eine Belohnung. Ich habe da gerade was ganz Besonderes auf Lager. Was Besonderes? Nun, eigentlich gehört das ja dem alten Ausstatter. Der Imbissbudenbesitzer hat mir alles erzählt. Ihr seid doch auf der Suche nach dem hier, richtig? Auf der Suche? Der alte Ausstatter? Worum ging's da nochmal? Ach ja! Um seine Inspiration! Ganz genau. Die Ladenbesitzer hier haben schon seit langem ein gemeinsames Laster. Sie kommen jeden Abend zusammen und schließen Wetten mit diversen Preisen ab. Und nach einigem Hin und Her ist das hier bei mir gelandet. Hier, jetzt gehört es dir. Eine Rarität, den bekommt bei weitem nicht jeder. Ein echter VIP-Pass. Naja, auch wenn du ihn jetzt hast, nützt dir gar nichts. Ist das? Das ist doch... Cloud, lass uns sofort zum Honig... Ich meine, gehen wir zum Trunkenbold zurück. Grüß den alten Ausstatter von mir. Seine Inspiration sind also die leicht bekleideten Damen, ich verstehe. Da holt er seine Inspiration. Von den Rundungen. Alter, geh doch nicht mal vor. Wir müssen... Alter Mann, es ist soweit. Hm? Wer bist du? Nicht mein Sohn, oder? Wir haben das Ding zurückgeholt. Hoho, wahrhaftig, das ist sie, meine Inspiration. Sag mal, das ist doch... Also... Ganz genau, Tag aus, Tag ein. Habe ich dem Mädel schöne Kleider geschenkt, bis ich ihn endlich bekommen habe. Den heiß begehrten VIP-Pass für das Honigtöpfchen. Ich wusste es! Jetzt gilt es, keine Zeit mehr zu verschwenden. Wartet nur, meine Bienchen, ich komme. Ich muss zurück zum Laden Geschenke aussuchen. Und ich begleite dich, alter Mann! Ja, verzieh dich. Oh. Ich muss sagen, die Quest, die Classic Quest fand ich Schoko besser davon. Popcorn, holt euch euer Popcorn in Schokobo-Farbe. Naja. Frisch gepoppt. In Schokobo-Farbe? Es ist die normale Farbe, Junge. Danke, dass du ihn wieder hergebracht hast. Ich vermute, das war ziemlich nervtötend. Hier, deine Belohnung. Los, Cloud, du bist auch dabei. Jetzt gehen die Recherchen über den Wallmarkt in die entscheidende Phase. Die Arbeit ist getan. Auf alles Weitere verzichte ich gerne. Ich verstehe, wie du dich fühlst. In unbekannte Welten vorzustoßen, ist für jedermann beängstigend. Hä? Jammer, schade, dass wir nicht zusammengehen können. Aber hier werde ich, als Experte in Sachen Wallmarkt, mich mit vollem Einsatz der Erforschung jener Inspiration widmen. Auch um deinetwillen, Cloud. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Ich komme, mein Honigtöpfchen! Wir kommen, Mädels! Ach, Alter, Gott. Schützt vor Torheit nicht. Wohl wahr, wohl wahr. In der Tat. Hey, die Kleider sind trotzdem sehr auffällig. Raus zu ihrem Mann? Wenn er mich vermisst, kann er ja reinkommen. Aber ich spoiler noch nicht. Erst will ich warten, wie es hier ausgeht. Wenn es halt nicht so ausgeht wie im Classic, dann spoiler ich. Also das Classic. Hallo. Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann.
Ich hab dich schon erwartet. Heilige Scheiße. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Brennende Schenkel. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Kniebeugenduell. Anfänger gegen Zenwan antreten. Ja, okay. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Das wirst du bereuen, du Hungerhaken! Mit Kniebeugen. Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los! Knöpfe drücken. So war es damals. Ich lass dich auf keinen... So. Orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das richtige Timing zum Drücken der Anzeigetaste zu finden und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Wettstreit als verloren. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an Clouds Bewegung orientieren. Oh Gott. Okay. Fallgewinn! Das sieht gut aus. Vorvollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Weiter so. Traumhaft. Das sieht gut aus. Vorvollendet. Das geht doch sicherlich noch besser. Oh, die klassische Musik. Ich liebe diese Battle-Musik. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Konzentration. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Okay. 18. Puh. Gewonnen. Oh, ich hasse so eine Dinger. Oh, ist nicht wahr, oder? Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Das wäre erledigt. Ich sollte freigeschaltet, fortgeschritten. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Zenwa. Okay. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Okay, fortgeschrittenen, einmal Glücksboost. Krieg ich hin. Noch kannst du kneifen. Traumhaft. Weiter so. Das sieht gut aus. Traumlos. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter. Ja, der Schweiß muss fließen. Form vollendet. Das sieht gut aus. Traumhaft. Weit los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weit, ihr schafft das. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Das sieht gut aus. Ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen.
Weiter so. Form vollendet. Das sieht gut aus. Los, jetzt kommt's drauf an. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Traumhaft. Ihr schafft das. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Weiter so. Ja. Oh, heilige Scheiße. Sorry, dass ich nicht geredet habe. Ich war voll in der Konzentration. Na dann. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, einmal müssen wir noch. Ah. Heilige. Oh, der nächste wird schwer. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu? Ach du Scheiße. Okay, Profi. Ich will diesen Meistergürtel. Willst du dich messen? Werd mich nicht zurückhalten. Hoffe ich doch. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Komm schon, Chef. Ich bin... Wer wird wohl ein gewinnen? Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Was für wunderschöne Muskeln. Einfach perfekt. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Muskeln sind wunderschön. Was für wunderschöne Muskeln. Einfach perfekt. Kommt, wir lieben dich, Chef. Wie all diese Muskeln perfekt. Ich bin beeindruckt. Komm, das ist deine Chance. Ein Wettkampf auf allerhöchstem. Was für wunderschönem. Einfach perfekt. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Was für wunderschön. Komm, ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Wie all diese Muskeln perfekt. Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Das ist deine Chance. Ein Wettkampf auf allerhöchstem. Was für wunderschön. Wie all diese Muskeln perfekt. Muskeln sind. Wunderschön. Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Ich bin wohl gewinnen. Heilige Scheiße. Oh, das war, zum Schluss hat er richtig okay. Zugelegt. Oh, das war knapp. Alter, ich bin durch, Alter. Alles first try übrigens. Ich habe ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also ran an die Hanteln. Geht klar, Chef. Ja, in die Knie gezwungen. Easy abgezogen, Junge. Easy. Oh, was ist jetzt dieser Meistergürtel? Ich hoffe, der ist OP. Das war nämlich verdammt anstrengend. Meistergürtel. Maximale TP erhöht sich um 10%, Stärke erhöht sich um... Oh, ja. Baby, das nehme ich doch gerne. Haben wir noch irgendwas, was wir verbessern könnten? Nö, nicht wirklich. Naja. Schmiede, Mann, oh Mann. Aber das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. So. Jetzt geht's zurück, oder? Ja. Vielleicht sollten wir der Meistergürtel, der war es wirklich wert. Der war es wirklich wert. Und ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht unsere Materie ein bisschen wechseln? Wir nehmen mal das alles raus. Guck nochmal selber. Also, was wir gebrauchen können, ist Elementaffinität. Chakra packen wir unten hin. Dann hätte ich gerne... ein Glücksboost. Schlaf anwendbar. Wird aber gegen starke Gegner nichts bringen und schwache Gegner sind halt schwach. Barriere.
Toxin, Luft, Gewitter, Frost, Glut behandeln. Antidot anwendbar. Das Ding ist, wenn ich schlafe oder so, bringt mir das ja eigentlich gar nichts. Das muss halt ein anderer für mich machen. Ja, was packen wir noch rein? Magieboost, das dürfte eigentlich Aerith kriegen, ne? Gut, packen wir hier erstmal Stehlen rein. Analyse. Wir brauchen noch die Analyse, ja. Na ja, gut. Das sind dann unsere jetzigen Sachen. Ich will mal gucken, wie es mit Glück aussieht. Erhöht den maximalen Glückswert mit mehreren Materia kombinierbar. Schauen wir mal. Wird jetzt endlich mal einer bestellt, oder? Ja, und das war's für heute. Wir haben den Kampfclub easy besiegt. Damals im Classic ging es hier übrigens darum, die Perücke von Santos, glaube ich. Nee, wie ist der? Ja, der mit den langen Haaren zu bekommen. Mittlerweile geht's halt nur noch um Johnny. Ja, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.